So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2. Heute habe ich nicht viel vor. Eigentlich nur eine Sache und dann gucken wir, wohin uns die Reise führt. Denn Sonne hat ein neues Level. Und ja, das war es auch schon. Sie hat geschrieben, dass es lange gedauert hat, das Level hochzuladen, weil eine Stelle wohl schwierig sein soll. Und dann werden wir das doch gleich mal demonstrieren, dass die Stelle ganz einfach ist. Ein neues Level. Es heißt sogar so. Das war natürlich jetzt purer Zufall. Ach, und guck mal, Vicaris hat auch wieder was hochgeladen. Ach, und guck mal, noch ein... Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Level gemeint ist. Wir werden einfach alles spielen. Okay, und da unten waren wir. Also da waren wir noch nicht mit allem durch. Das weiß ich durchaus. Aber es geht mir jetzt vor allem um diese Reihe hier. Erstmal die zwei Sonnenlevel und dann Vicaris. Dann sollte der Part auch schon voll sein. Okay. Verrücktes Level von Joris. Ja, let's go. Okay. Okay, 24 Sekunden. Schwierig. 40%. Das kann schon mal nicht das Level sein, wo sie lange gebraucht hat. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay, also da passiert schon mal ganz viel auf einmal. Und... Ja gut, ich muss halt hier... Ach so. Ach so, das... Ich wollte gerade sagen, ich muss halt... Ich muss halt hier hochkommen, wollte ich gerade sagen, aber... Ah ja, ja, ich sehe. Ah, da kommt man sogar. Wo ist mein Stern? Hatte ich nicht gerade noch einen Stern? Ach, gucke mal. Einfach hier Todestüren eingebaut. Da vertraue ich keiner einzigen Tür. Ups. Okay. Alles klar, Joris. Alles klar. Ich verstehe das. So, komm mal her. Der ist nämlich sehr hilfreich jetzt. Oh, jetzt kommt er nicht mehr hoch. Das war vielleicht nicht so gut. Na, wir gehen mal so rum. Kommt hier auch ein Block? Nein? Okay, aber das Ding hier kommt. Aber jetzt kann ich hier ziemlich... Wenn ich das Ding habe, komme ich hier recht gut durch. Dann ist der Rest easy. Aua. Und hier muss doch irgendwo... Jawohl. Gut, also die Türen sind alle ziemlich sicher fake. Ziemlich sicher fake. Aber muss das mal bis zum Clown-Card kommen? Wie wurde das denn in 24 Sekunden geschafft? Okay. Ich wollte nämlich sagen, ich muss so einen Sprung hier machen. Ah, der wäre sogar möglich gewesen. Okay, sehr gut. So, aber warum ist der Stern? Was ist vorhin mit dem Stern passiert? Ach! Ich hab den mit dem Block kaputt gemacht. Ja, moin. Ah, dann wäre es ja besser. Man bleibt klein, ne? Weil, ja. Genau wegen sowas. Dann kann ich hier auch einfach... Wenn ich den Stern noch hätte, könnte ich ja viel schneller durch. Das erklärt die 24 Sekunden. Den Stern noch hätte, wenn ich da jetzt noch, ne, normal laufen könnte. Jetzt sind wir schon mal deutlich schneller gewesen. Okay, okay, das machen wir noch ein bisschen besser. Dann bin ich zufrieden. Wir werden einfach nicht groß. Oh, shit, aber ich komme... Entschuldigung, ich komme da ja nicht. Ah, ja gut, ich komme allerdings nicht. Oder ist hier noch ein anderer Block? Nein. Ich komme da nicht hoch. Ohne klein zu... Also ohne... Wir gehen jetzt erstmal... Ach so. Solche Blöcke sind das, okay. Die sind auf klein gemacht. Was ist das hier für eine Tür? Die ist wahrscheinlich entweder da oben. Ah, die kommt... Ach, die führt hier hin. Ach so. Die ist ja dann gar nicht so schlimm. Das heißt, nur die zwei unteren sind die schlimmen Türen. Ich verstehe. Und die zwei unteren führen da hoch. Ja. Da hoch halt, wo man schon gesehen hat. Hier, dahin. Dahin führen die anderen zwei Türen. Okay, das erklärt einiges. Und dann ist der Rest klar. Okay. Bitte könnt...
töte mich nicht. Okay. Aber kriege ich es dann nochmal irgendwie hin, hier so hoch zu kommen, ohne groß zu werden? Und, nee, also die Blume muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann, na gut, man könnte sich treffen lassen mehrmals. Was ich halt nicht wollte, war halt, naja, jetzt ist egal. Was ich halt nicht wollte, war den, na, ist wurscht. Ich wollte halt noch eine schnellere Zeit haben, aber ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Das war nicht das Level, wo es Schwierigkeiten gab. Dann muss das Level sein, wo es Schwierigkeiten gab. Also hat aber auch 40%. Wo hattest du Schwierigkeiten, Sonne? Vielleicht habe ich jetzt ja auch gleich Schwierigkeiten. Wir werden sehen, aber es hat 40%. Alles kaputt machen erstmal hier. Zack. So. Jetzt können wir weiterspielen. Ach moin, Hallöchen. Na du? Okay. Okay, da muss ich durch die Röhre. Wir wollen mal nicht darauf hüpfen jetzt. Das war ein schönes langes Level. Ach komm schon. Ach komm schon. Ich glaube nicht jetzt komme ich weiter. Eieieiei. So, hier machen wir mal die Stacheln aus. Ah, Ziel. Ja, wo war jetzt die Stelle, wo du Schwierigkeiten hattest? Ich meine, ich habe das Level jetzt noch nicht vollständig gespielt, aber... Allein das Level zu schaffen, um es hochzuladen? Das war jetzt nicht das Problem. Aber vielleicht ist das auch nicht so... Ist das das Level, was sie meinte? Heute haben wir total lang gebraucht, ein Level hochzuladen. Wahrscheinlich ist es super einfach. Ja, okay. Es wird wohl das sein, weil das ist das Neueste, was ich hier sehe. Oh. Da war jetzt noch zu. Da habe ich nicht dran gedacht. Na, jetzt will ich natürlich noch auf Schnelligkeit spielen hier. Das war nicht gerade schnell. So, den können wir eigentlich auch lassen. Ah, jetzt ist der gerade oben zugegangen. So, jetzt machen wir hier aber gleich richtig rüber. So. Na. Ach, Mensch. Jetzt bleibe ich überall. Ach, jetzt bleibe ich überall hängen. Oh nein. Oh, ach so. Das geht sogar. Das geht aber deutlich schneller noch. Nicht, dass ich jetzt noch mal schneller werden muss, aber... wo war die Stelle, wo es schwierig war? Wo war die Stelle? Wo? Oder ist das nicht das... Das ist das neueste Level. Ich bin verwirrt. Nein, wir haben alles gespielt. Okay. Ja gut, da wird das Hochladen zumindest spannend. So, Vicaris Level. My way to Timo's home. I have to overcome many obstacles on the way to my buddy Timo. Red Coins Duty. Okay, Vicaris. Red Coins Duty. Na dann. Let's see. What we got here. Also da komme ich mit dem Auto ran, das jetzt kaputt gegangen ist. Ah, ja. Aber kommt ja das Auto überhaupt ran? Aua.
Nee, ich komme da doch gar nicht. Ach so, Moment mal. Ich soll dagegen springen und dann hüpft er wahrscheinlich hoch dadurch. Kann das sein? Lol. Hä? Hätte ich da aussteigen sollen an der Stelle? Lol. Was ist denn da oben vor allem noch? Juhu! Also da geht's bestimmt noch. Also ich habe irgendwas da oben verpasst, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hier brauche ich auch noch. Hä, hier muss ich immer noch mit dem Auto sein. Ah, die muss ich gar nicht. Oh, das waren die falschen. Okay. Jetzt müssen wir mal was da ganz da oben ist, gucken. Wahrscheinlich eine andere Müll. Hä? Ach, das Auto wird rausgeschoben. Man soll da gar nicht so drauf kommen. Und dann ist nämlich auch da unten der Dings offen, der On-Off. Ach so, wir spielen das komplett falsch. Haha, ich habe das Level verstanden. Ja, dann steht hier das Auto. Ach so. Und jetzt passt das nämlich auch mit dem hier. Hä? Oh, no. Dachte ich. Ah, nee. Der schiebt es ja nur einmal raus. Aber wie wird jetzt umgestellt? Wie wurde der gerade eben umgestellt? Okay. Das ist passiert. Also wenn ich springe, okay, wenn ich springe, schaltet er den um oder wie oder was? Ja. Nochmal? Ja, aber jetzt komme ich ja nicht da. Ich bin leicht verwirrt. Lol. Aber da oben... Ach so, wait a moment, ich bin dumm. Verstanden. Ich soll nicht... Das Auto soll da unten durch, aber Mario nicht. Und jetzt fährt das Auto da unten nämlich weiter. Und das hier ist der On-Off, der da ausgelöst wurde. Und jetzt kommt das Auto hier wieder hoch. Ich hab's verstanden. Das wirkt bisher sehr machbar. Mal gucken. Das wirkt bisher sehr machbar.
Ja, ich sehe, wie ich über die Dinger drüber soll. Da ist noch ein Wandsprung, den ich machen muss. Da ist noch ein Wandsprung, den ich machen muss. Verstanden. Hier nämlich. Ah, ich darf da keinen zu Dreher machen. Nein! Oh, come on, es war so gut. Aber schneller geht ja fast die... Okay, jetzt kriege ich die... Jetzt kriege ich die Variante nicht mehr. Aber schneller würde es sogar gehen, so ins Auto zu steigen, ne? Ohne, dass man den dann off-Trick da oben nutzt. Macht das irgendwas am Level kaputt? Nee, ne? Eigentlich nicht. Man kann sich das Auto auch gleich holen. Ja, jetzt kriegst du natürlich nicht mehr hin. Jetzt krieg ich es natürlich nicht mehr hin. Jetzt, wo ich weiß, wie es richtig geht, krieg ich es nicht mehr hin. Wenn es jetzt Pflicht wäre, würde ich es wieder nicht mehr schaffen. Das ist doch ein Joke. Ah, bitte geht doch. Ob das schneller war, weiß ich gar nicht. Glaube nicht. Ist aber auch egal. Tok, tok, tok. Zack, zack. Ach, komm schon. So ist auf jeden Fall Nummer sicher. Also, egal ob schneller oder nicht. Wir machen ja hier keinen Speedrun. Bei Vicaris bin ich schon froh, wenn ich das Level überhaupt schaffe. Und das sieht... Oh mein Gott, das sieht jetzt mal gut aus, wollte ich sagen. Und dann mache ich wieder Blödsinn. Jetzt! Ab dafür! Nein! Nein! Ich wusste halt nicht, was kommt. Aber hey, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Easy. Aber wirklich easy. Sehr schön. So, zack, 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 hui, ab dafür. Oh nein, scheiße, das hat nicht hingehauen. Nein! Come on! Come on! So. So. Nein! Ach, komm schon! Oh, ich krieg diese Stelle nicht. Das ist die schwerste Stelle bisher im Level. Weil ich da, also da sterbe ich am... Ne? Da sterbe ich wirklich am häufigsten. So, zack, zack, zack. Ah! Diese Stelle! So.
Zack. Zack. Hopp, hopp, hopp. Yes! Ab dafür. So, jetzt aber, komm. Yes! Wo bin ich denn? Da. Ich bin, vor lauter Geblitze bin ich hängen geblieben. So, was jetzt hier los? Action. Okay. Ich hatte schon Angst, jetzt kommt doch irgendein Rätsel oder sowas. Yes, we did it. Wir haben ein Vicaris-Level geschafft. Beziehungsweise auf YouTube heißt der ja Kaplun, ne? Yo, 34 Sekunden. Ich bin schon fast motiviert. 2 Sekunden schneller. Let's try it. Das Level ist noch nicht sehr alt, ne? Aber so mal kurz zwischenzeitlich hier den Weltrekord haben, wäre schon eine coole Geschichte. Okay. Es kommt halt jetzt hier hinten wieder drauf an. Okay. Jetzt halt ganz schnell den Schlüssel holen. Nein! Das meinte ich! Genau das meinte ich! Ach! Hat das gereicht? Nee, ich glaube nicht. Ich bin hängen geblieben. Scheiße. Ah, ich bin hängen geblieben. Nee, das ist. Ah, das ist eine gute Sekunde noch. Ah. Oh. Das war zu motiviert. Also der Rekord ist schon gut. Kann man nicht anders sagen. Der Rekord ist schon gut. Lol. Wahrscheinlich. Was auch immer das jetzt für eine Aktion war. Weiß ich, ist es schneller oder ist es schneller, an das Trampolin zu springen? Das ist halt auch so eine Frage, ne? Jupp. Yes! Okay. Okay, jetzt schnell den Schlüssel hoch. Nur den Schlüssel, nur den Schlüssel. Nirgends hängen bleiben. Einfach nur den Scheißschlüssel holen. Ja! Oh Gott, Leute. Nein! Das reicht wieder nicht. Nee, wir sind noch eine gute Sekunde zu weit weg. Wir müssen doch irgendwo müssen wir noch mehr Zeit rausholen. Das ist nicht der Schluss. Vielleicht hier am Anfang, dass man hier wirklich schneller dreht oder weiß ich nicht. Oder hier noch ein. Hier noch ein Ticken eher loskommt oder. Oh, ich weiß es nicht. Oder dann sofort den und off gedrückt und keine Ahnung. Das ist echt schwierig. Ab, weiter. Mann, ich krieg diese Drehung nicht immer zu selten hin. No. So. Weiter. Hopp. Ja. Okay, go. No! Ich hab den Sprung verpasst. Verdammt! Ah!
glaube, das war langsamer. Ah, ich glaube, das war langsamer, da so rumzuhüpfen mit dem Auto. Ich dachte, es war so langsam, dass das Auto nicht mal da gelandet ist, wo es soll. Auch interessant. Das war neu. Also dann hüpfen wir hier nicht extra nochmal rum. Lol. Da ist einfach ein Block drüber. Scheiße. Okay, wir müssen mal kurz... Wir müssen mal kurz die Stelle hier testen. Ah, jetzt ist alles kaputt, ne? Ja, naja, gut. Theoretisch kann ich's... Also wenn ich von hier... Also von da ein Weitsprung müsste eigentlich reichen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie die anderen Blöcke, wie es mit den anderen Blöcken ist. Ha. Nein, oh, diese Stelle. Aber das ist auf jeden Fall, das ist hier der Raum. Das hier ist hier der Raum, wo ich die Zeit rausholen kann. Das ist hier nur der Raum am Ende. Sorry, das ist... Okay, das ist der Raum am Ende. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich hatte es ja fast gehabt. Ich war ja fast dran. Ich hätte nicht den Schlusssprung machen dürfen. Den Schlusssprung, der war falsch. Aber ansonsten hatte ich es gehabt. Nice. Muss nur dieser eine Sprung funktionieren, dann ist alles gut. Ich hasse alles. Mann. Okay, wir schaffen das vor einer halben Stunde. Okay, vielleicht doch nicht. Nee, noch nicht. Jetzt später. Ich kommentiere erst, wenn ich den Rekord habe. So, go. Na. Mann. Nicht da. Nee, es reicht. Das habe ich jetzt schon gemerkt, dass das nicht... Oh, ich hasse diese Stelle. Nein, das ist die Bänge. Wieso klappt es denn mal und mal nicht? Was mache ich denn immer anders? Anjo. Wo ist denn mein großer Fehler? Außer, dass ich halt keinen Skin habe. Ah, ich muss enger dran sein. Oh, no.
muss enger dran, dann geht's. Hoi, hoi, hoi. Ja, ich muss es eher starten, dann komme ich bei... Okay, 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 ich glaube, ich verstehe es. Ich habe es komplett... Ich habe komplett verpeilt, wo ich bin. Ich habe komplett verpeilt, wo ich bin. Ich wollte gerade ins Auto einsteigen. Dabei kommt er ja erstmal in die Kriegsspur. Ja, so geht das nämlich ganz gut sogar. Willst du mich veralbern? Das hat denn jetzt nicht funktioniert? Ah, verstanden, wie es funktioniert. Sehr gut. Damit dürfte diese Stelle kein Problem mehr sein. Jetzt schön konzentrieren. Einfach normal zurück. Das muss doch jetzt bitte reichen. Please. 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 Nein. Okay. Okay, dann gebe ich es auf. Ich schreibe trotzdem einen Kommentar. Ich hasse es mit dem Ding zu schreiben. Ich hasse es, mit dem Ding zu schreiben. So, typisch für mich, muss da noch ein XD hinten dran. Alles klar. Das gibt's nur nach Abschluss. Dieses Meisterwerk gibt's nur nach Abschluss. So ein Ding ist das. Was ist eigentlich sein... Also 0.34.83 ist der Weltrekord. Was ist seine Clear Time? Hä? Ach, ich, dumm. Ich muss auf Level-Infos gehen. Ha! Wir waren schneller als seine Clear-Time. So, das reicht mir. Das genügt mir. Okay. Gut, dann war es das wieder mit Mario Maker. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.